Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Ich war an diesem Tag auf einem Dorfflohmarkt und ich muss euch direkt am Anfang sagen, ich habe nicht die ganze Zeit gefilmt. Das heißt, ich habe auch Dinge gekauft, die habe ich dann leider Gottes nicht auf Band und kann es euch nicht zeigen. Aber ein paar Sachen habe ich und das werde ich euch heute zeigen. Ihr habt eben hier schon am Anfang gesehen, da war ein Karton mit ganz vielen verschiedenen VHS-Kassetten. Das waren vor allem Disney-Filme, da war auch Jurassic Park dabei oder die Maske. Ich bin dann weitergegangen und habe diesen Karton mit den diversen Überraschungsfiguren gesehen und mir da die Aristocats rausgepackt. Die sind von 89 und Thorsten hatte mir mal einige davon mitgebracht. Allerdings fehlen mir noch ein paar aus der Serie und da ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern konnte, welche das waren, habe ich gedacht, ich picke hier einfach mal alle raus und wenn sie nicht zu teuer sind, dann nehme ich sie einfach alle mit und schaue zu Hause in Ruhe nach, welche mir fehlen und ergänze die Serie dann. Da waren auch noch ein paar Zwerge und wie ihr hier seht, auch noch solche anderen Figuren. Das sind so futuristische Figuren, so ein Löwe zum Beispiel in so einer Art Weltraumanzug oder in so einem Kampfanzug. Wenn ihr wisst, was das genau ist, ich glaube nicht, dass es die Battle Beasts sind von Hasbro, aber naja, also ich habe zumindest nichts drunter gesehen, was darauf hindeutete. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare ran, weil ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass es sich dabei um Überraschungseierfiguren handelt oder irgendwelche Steckfiguren, die man in diesen Eiern mal irgendwann gehabt hat. Gut, dann habe ich hier auf dem Boden diese PlayStation 2 Slim gesehen. Da waren Mikros dabei, ich glaube auch noch irgendwelche Speicherkarten und ein Stapel mit SingStar-Spielen. So, gucken, ob das... Ich glaube, Schlager habe ich ganz schön leicht. Ich bin gerade vom Speicher runtergelaufen. Nee, alles gut, alles gut. Wirklich, alles gut. Ne? Was haben wir hier? Also das hier ist... Ich glaube, das sieht dann bestimmt nicht, oder? PlayStation 4, oder? Also das ist P4, das ist PlayStation 2, nee. Das ist von meiner Männer gewesen. Ich glaube, das sind alles die SingStar, 3 Euro pro Stück. Mhm. Das ist auch SingStar, 3, 6, 9, ja, 15 Euro zusammen, 35. Da sind auch die Mikrofone alles mit dabei, ne? Und das? Ja, achten Sie. Oder vor allem die Stückchen da auch. Ja, da sind nämlich diese Aristocats dabei. Davon habe ich schon welche in der Vitrine stehen, aber ich weiß nicht mehr, welche mir fehlen. Ich habe immer mal geguckt und dann habe ich mir mal gedacht, wenn du jetzt dafür dann online setzen, dann für eins, was dann davon wertvoll ist. Ich habe keine Ahnung, was die wert sind. Ja, für das eine kriegt man da mal 3 Euro, 4 Euro, dann ist das andere vielleicht in 20 Jahren oder 10 Jahren. Mhm. Ne? Und das andere, dann, das ist die Arbeit, wollte ich Mensch machen. Okay. Ne? 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro. 5 Euro. Lass mir mal 5,35 Euro. Ist dann okay, alles zusammen für 40. Ja. Ja? Ja. Ich habe aber noch eine Frage. Weil Sie so alte Sachen haben, haben Sie auch alte Ponys, diese My Little Ponys? Nein. Also das ist noch aus meiner Kindheit. Ja, deshalb frage ich ja. Das ist noch aus meiner Kindheit. Und aus meiner Kindheit sind wirklich ja nur noch die Videokassetten und die. Und die habe ich mir heute Morgen gedacht, die nimmst du auch raus. Weil sonst hätte ich die nämlich wieder stehen lassen. Ne? Ja, sonst hätte ich die wieder stehen lassen. Dann nehme ich die mit. Ich habe noch eine Frage. Was sind das hier für Figuren? Wissen Sie das? Alles wie Eier. Genau, und mit diesem Kauf bin ich dann seitdem stolze Besitzerin einer PlayStation 2 Slim. Und ich habe mir gedacht, dass ich mir jetzt so eine kleine SingStar-Sammlung zusammensammle. Warum nicht? Suche ich mir mein Geld? Ja, gut, okay, wenn man es dann sammelt. Ne? Nur die Aristocats eigentlich. So, dann geht es weiter zum nächsten Stand und ihr seht, hier sind jede Menge Kisten mit zum Teil auch noch eingepackten Sachen. Also ich würde es so irgendwie als Krempel bezeichnen. Ihr seht hier zum Beispiel auch diese tollen Flamingos zum Basteln, zusammenbauen. Und in dieser Kiste habe ich direkt so einen Power Ranger gesehen. Allerdings besaß er keinen Helm mehr. Sah ein bisschen komisch aus. Da unten noch ein roter Power Ranger, da war auch ein Matchbox-Fahrzeug. Das sah mir aber alles sehr unvollständig aus und das, was ich da so entdecken konnte, damit konnte ich nichts anfangen. Und dann habe ich es liegen gelassen und mir dann stattdessen ein bisschen die Stofftiere angesehen, ob da vielleicht was für mich bei ist. Ihr wisst ja, ich gucke nach Glücksbärchis, nach Regina Regenbogen oder auch nach den Knuffelbunds oder den Poppels. Auch in dieser Kiste hier bin ich nicht fündig geworden, bis auf diesen seltsam aussehenden Elvis habe ich da nicht viel entdeckt. Außer diese Baufahrzeuge. Hier war ein Stapel mit PC-Spielen und da waren auch noch ein paar PS2-Spieler, aber nichts Interessantes.
Die Comics, die ihr rechts seht, da bin ich nicht dran gegangen. Die waren schon so ein bisschen wellig und sahen relativ modern aus. Auch die Bildbände darunter, das hat mich nicht interessiert. In der Kiste waren eigentlich auch nur DVDs, meine ich. Das, was ich da aus dem Augenwinkel sah. Hier mal wieder Rollschuhe. Ich weiß nicht, wie oft ich in der letzten Zeit Rollschuhe sehe, also die echten noch auf 4 Rollen. Irgendwann werde ich wahrscheinlich welche mitnehmen müssen, weil ich nicht mehr dran vorbeigehen kann. Hier unten eine Kiste mit VHS-Kassetten. Die habe ich mir mal genauer angesehen. FC Bayern, die Story. Irgendwas von der Sendung RAN. Ich weiß gar nicht, ob es die heutzutage noch gibt. Die lief ja früher auf Sat.1. Meine ich zumindest. War nicht so meine Sendung. Hier Fred Feuerstein, eine etwas ältere VHS. Captain Baloo. Und etwas von den Power Rangers. Was soll eine VHS-Kassette kosten? 50 Cent. Ich hab's aber auch mit den Power Rangers im Moment. Hier unten am Boden war auch nochmal eine Kiste mit VHS. Ihr seht da Romeo und Julia, auch Benjamin Blümchen, wie ich gerade sehe. Und noch ein paar Disney-Filme. Da die Glücksbärchis, die muss ich natürlich auch mitnehmen. Ich glaube, diesen Film hier habe ich noch nie gesehen. Nee. Noch mal ein bisschen über den Tisch mit den vielen Schuhen gesehen, aber da war sonst eigentlich nichts mehr, obwohl so viel Potenzial da drin steckte. Und deshalb habe ich hier noch mal geguckt, auch mir noch mal genauer die Stofftiere angesehen. Konnte ich nicht verstehen, als ob jemand vorher da gewesen ist und die interessanten Dinge rausgenommen hat. Ich hatte sowas. Okay. Eine Minimaus hatten wir hier noch aus dem Disney Store, also dem Euro Disney in Paris. Ja, perfekt. Ich habe 4 Stück. 2 Euro. Ja, perfekt. Dann ist es aber bei den 4 VHS für 2 Euro geblieben. Und ich bin dann weiter zum nächsten Stand gegangen. Und ihr seht es, der Herr war noch nicht fertig mit dem Aufbau. Hier links sind jede Menge Kisten mit Playmobil-Einzelteilen. Da liegt noch ein bisschen Kleidung auf dem Boden rum. Es sah aus wie so ein Skianzug. Und schon aus der Entfernung konnte ich dann diese beiden G3-Ponys sehen. Komisch, man hat da echt einen Blick für. Habt ihr bestimmt auch, wenn ihr zum Beispiel Moto sammelt, dass ihr das schon aus der Entfernung sehen könnt. Zwischen all dem anderen Krempel oder all den anderen Figuren, dass da ein bisschen Moto ist. In Ruhe. Naja, ich kann das zumindest manchmal. Die suche ich noch, die sind schön. So, dann noch mehr. Das ist, glaube ich, eine Bürste, die gehört dazu. Ja. Ich glaube, wir sind auch mit mir eine Kleine, die dazu gehört. Oh, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich kenne die Pferde und ein paar Sachen. Ah, das ist doch auch schön. Und dann habe ich hier tatsächlich noch einen G1-Pony gefunden in der Kiste. Da dachte ich überhaupt nicht mehr dran. Das ist ein Hosenmatz-Pony. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Der ein oder andere wird es gesehen haben oder sich dafür nicht interessieren. Auf jeden Fall habe ich mal so ein Video zu der Serie gemacht. Nicht mehr im besten Zustand, aber das ist ja mittlerweile Usus geworden, wenn man G1-Ponys noch auf dem Flohmarkt findet, dass sie in der Regel halt extrem bespielt sind und sich meistens nicht mehr als Sammelobjekte eignen, sondern nur noch zum Verbasteln, also das heißt zum Customizen. Während ich hier dann weiter rumgebuddelt habe, noch ein paar G3-Bürsten herauszog, ist der nette Herr dann nochmal in den Keller oder in den Dachboden, auf den Dachboden gegangen, um zu schauen, ob da noch irgendwo eine Kiste steht. Erinnerte sich, ja, da war noch irgendwas. Vielleicht, und ich hoffe ja dann immer, dass mir da irgendjemand dann aus dem Keller oder vom Dachboden noch diese Kiste mit den alten Ponys bringt, die halt einfach irgendwo rumstehen und ungebraucht sind und eigentlich nur darauf warten, dass ich sie kaufe und mitnehme.
Aber das sollte an diesem Tag nicht passieren. Zumindest nicht an diesem Stand. Was ist das denn? Was ist das? Ich habe nie gesehen. Geht hauptsächlich um diese Pony, ne? Genau. Und diese hier. Am liebsten diese hier. Weil den, mit denen habe ich als Kind gespielt. Das sind meine Kindheitsponys. Ich guck mal gerade, ob ich noch eine Kiste habe, weil ich war noch nicht ganz so klein, aber ich glaube, dass wir haben. Nee, leider nicht, weil da waren jetzt alle Kisten. Alles gut, nicht schlimm. Dann würde ich die drei gerne mitnehmen. Was wollen Sie dafür haben? Haben Sie was? 3 Euro? Weiß ich nicht. 5? 4? Okay. Gut. Ah, perfekt. Ja, ich bin immer auf der Suche nach diesen kleinen, weil die sind halt aus meiner Kindheit. Die anderen sind zwar auch schön, aber ja gut, man ist ja froh, wenn man sowas überhaupt findet. Ne? So. Also klein, ich kann auch, ich bin auch im Aufbau. Ja, ich kann sie ja. Danke. Ich glaube, meine Kasse, die habe ich nämlich noch nicht. Und dann habe ich für die 3 Ponys mit den Bürsten zusammen 4 Euro bezahlt. Das ist ein Preis, der ist in Ordnung. Die G3 sahen nämlich noch ganz nett aus, auch wenn das G1 natürlich jetzt nicht so schick war mehr. Ich habe ein bisschen Playmobil angeguckt und da habe ich dann auch einen unserer Zuschauer getroffen. Der hat mir hier seine erste Beute präsentiert, so ein paar PS4-Spiele. War ganz nett. Wir sind so ein paar Mal an dem Tag noch über den Weg gelaufen. Zum Glück sucht er ja nach anderen Sachen als ich, deshalb kommen wir uns da nicht in die Quere. Sehr nett und ja. Perfekt, ich danke Ihnen. Ich bin dann auch weitergegangen. Ja, viel Erfolg noch. Dankeschön. Danke, ciao. Zu diesem Stand mit einem gemischten Warenangebot. Hier diese 5 Freunde-Bücher, das sind noch die alten, die halt noch nicht die Cover der Hörspielkassetten tragen, sondern wirklich die ursprünglichen Cover. Die habe ich sogar mal gelesen, ein paar davon zumindest. Und dann war hier ein Remus-Spiel und da war ich mir nicht sicher, ob es ein altes Remus-Spiel ist. Ich weiß nicht, ob man die heutzutage noch bekommt. Das sind auch teilweise so Kreativsets. Aber ihr seht da schon, die Postleitzahl ist 5-stellig, also so alt kann es auch wieder nicht gewesen sein. Und dann, ja. Hier so ein Police Academy Quartett, das ist ein bisschen älter, das sieht man an der Packung, diese Plastikdose, Verpackung halt, schon was älter. Und dann kommen wir zu diesem Stand, da war erstmal so ein bisschen was von diesen Nerf Guns, das war irgendwas für die Hand, glaube ich, dass man sich ums Handgelenk schnallen konnte, um dann die Munition zu verschießen. Gleich kommt aber etwas, was euch definitiv ein bisschen mehr interessieren sollte. Zum Aufladen. Ja. Ah, okay. Ich habe mir erstmal noch mal was anderes angeschaut bei der Nachbarin. Sieht gut aus. Haben wir dann hier so ein, sieht man nachher, so ein Hundehalsband mitgenommen. Und hier, Spiele für den Nintendo 3DS. Und ihr seht es, da sind auch 2 Nintendo 3DS. Einmal dieser pinkfarbene, der da schön repräsentativ liegt. Und da ist noch mal so ein eingepackter Nintendo 3DS. Und es ist so, dass ich ja meistens immer nur mit so rund 100 Euro zum Flohmarkt gehe. Die Dinge, die ich kaufe für mich, sind in der Regel ja nicht teuer. Und deshalb, wenn ihr den Preis gleich hört, das ist das 3DS. Okay. Für dieses Gerät. Okay. Ja. Wir haben auch noch ein Weiß. Okay. Was soll der kosten? 80 Euro. Okay, sind die so teuer? Wow. Okay. Ja, die Spiele 10 Euro das Stück. Okay. Ja, 80 Euro für so ein Gerät. So viel hätte ich an dem Tag eh gar nicht mehr dabei gehabt und habe ich ja normalerweise auch fast nicht. Ja, das hat sich dann jemand anders mitgenommen, der ein bisschen gehandelt hat und hat ja Glück gehabt. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr liked, abonniert vielleicht den Kanal, schaut euch mal die anderen Videos an und wir sehen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.